The Evil Within. Mit mir, dem Flex, dem Basti und der Kidman. So, und wir sind auf dem Weg, durch diese Tür zu gehen und schauen mal, was uns jetzt hier hinter erwartet. Ich bin gespannt, genau wie ihr auch. Wir haben alle diese verrückten Sachen gesehen. Hattest du Nasenbluten oder Kopfschmerzen? Nein, warum? Joseph hatte das, als ob er sich verwandelt in eins dieser Dinger. Vielleicht befällt das nicht jeden. Ja, vielleicht. Ich dachte, jetzt kommt so ein Spruch. So ein ganz cooler. Okay, sie hat es anscheinend nicht gehabt. Oh nein, bitte nicht. Bitte nicht wieder so eine Scheiße mit Puppen. Ich hasse Puppen. So, Entschuldigung. Muss ich einfach mal loswerden. Ich, so die Aggression. Oh. Und ich hasse Puppen. Mann, warum liegen denn da diese Puppenarme? Och, bitte. Was war das für ein Geräusch? Was war nochmal? 50.000 war das, glaube ich, ne? Qualenarmbrustbolzen? In Feuerschaden war, glaube ich, 50.000. Boah, da müssen wir noch viel sparen. Ob wir das noch erreichen werden... Was soll das? Hast du auf mich geschossen? Du hast dich in ein Monster verwandelt. Mich angegriffen. Sorry, du bist infiziert. Er könnte dich benutzen, um mich aufzuhalten. Warte, wovon redest du? Das auf! Leslie, bist du es? Leslie, sehr gut. Nur noch etwas weiter. Was ist? Ruvik? Hilfe! Hey! Leslie? Was wollte ich sagen, bevor ich unterbrochen worden bin? Alter Finne. Ruvik war in unserem Schädel. Okay, ich konnte mich da leider nicht mehr umsehen. Ich habe gedacht, vielleicht liegt da noch was, aber ich glaube nicht. Na, ist doch egal. Zum Zweiten. Boah, ist das fies, dass der uns nutzt gerade, um halt andere auszuschalten. Da können wir ja eigentlich, im Prinzip können wir da gar nichts gegen machen. Und zum Dritten, jetzt haben wir gerade Leslie gefunden und er hat irgendwie, glaube ich, gerade Ruvik gesehen. Diese Spielchen fangen an, mich zu langweilen. Oh nein. 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 Oh nein. Es kommen ganz böse Erinnerungen hoch. Ich habe euch schon mal erwähnt und glaube ich das nicht zum ersten und zum letzten Mal, dass ich mal
eine ganz schlimme Erinnerung an ein Videospiel habe, das Silent Hill hieß. Und zwar Silent Hill, war das Downpour gewesen oder war es Homecoming? Und ich glaube Downpour war es gewesen. Das letzte, ja, das allerletzte Silent Hill, was jetzt rausgekommen ist oder beziehungsweise schon länger her ist. Das allerletzte Silent Hill, Downpour, das hatte so eine eklige Stelle mit Puppen und ich habe mich so in die Hose geschissen und ich kann es nicht haben. Ich weiß nicht, ich habe... Vorsicht, entflammbar? Nein. Und es... Und es gab eine Stelle mit einer riesen Kampfpuppe, wo ein riesen Endgegner oder ein Bosskampf bei Silent Hill, bei Homecoming war es, wo man gegen eine Puppe kämpfen musste. Ich will sowas nicht. Ich will sowas nicht nochmal. Ich habe echt Schiss vor sowas. Also ohne Spaß, jetzt mal wirklich... Oh nein. Ich drehe bei sowas echt am Rad, vor allem, weil ich jetzt gerade hier alleine sitze. Also sollte es wirklich so extrem sein, werde ich das Let's Play beenden und es wahrscheinlich im Stream weiterspielen, weil, weil ich, ich kann sowas nicht. Ich kann sowas alleine nicht spielen, weil Puppen ist für mich wirklich Ende. Also es ist jetzt kein Scherz. Also ich hab... Ich weiß gar nicht, das kann man das sehen? Ich glaube schon, ne, man kann es sehen. Ich kann sowas wirklich nicht. Ich habe mich schon wirklich hier manchmal zusammenreißen müssen bei The Evil Within, weil viele gesagt haben, da hab ich mich ja gar nicht erschrocken und so, ist ja nur ein Spiel. Ist ja voll langweilig, da war ja Outlast schlimmer oder Daylight. Daylight war ja auch hart, das stimmt, oder Outlast. Aber fucking, das Spiel spielt mit deiner Psyche und wie gesagt, ich kann auf Puppen einfach nicht. Das ist, ich weiß nicht, es ist einfach, oh, alleine wie die schon gucken und da rumstehen. Und vor allem, wenn dann noch Puppen irgendwie auf einmal anders stehen, wie sie vorher standen. Die Folge hat gerade erst angefangen. Vor 8 Minuten. Was heißt Vorsicht entflammbar? Kann ich die Dinger anzünden? Ich will das nicht. Oh nein, nicht schon wieder so einer. Nein, nicht schon wieder so einer. Bitte nicht, nein. Bitte nicht schon wieder so einer. Bitte nicht schon wieder so einer. Bitte nicht schon wieder so einer. Ich kann die nicht. Und oh nein, das mit den Puppen, das ist nein. Ich muss mich echt zusammenreißen. Jetzt ohne Spaß, Leute. Das ist jetzt wirklich, also das mit den Puppen. Ich meine, der Typ, der geht ja jetzt, das ist ja wirklich schon so ein Typ, den man erkennt, aber das mit den Puppen, das ist so... Oh, da kriege ich einen Schauer über den Rücken, bin ich ganz ehrlich. Jetzt rennen ja auch noch zwei rum, wo müssen wir hin? Wir müssen wahrscheinlich... Wow! Fuck, 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 fuck. Und da ist Hagel drin. Ich lasse das Hagel liegen, das ist mir scheißegal. Das ist mir scheißegal. Ey, wir sind hier in einer Puppenfabrik, das gibt's doch gar nicht. Und wie oft habe ich das gesagt und gebetet im Let's Play, dass das nicht kommt. Oh, das ist doch so. Nein, 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 nein. Bitte nicht. Wir brauchen eine Schlüsselkarte. Gibt's hier irgendwo einen Schlüssel? Das war so klar.
Oh, und jetzt kommen auch noch die, nee, oder? Die normalen. Kann man die von hinten cachen? Ja, ne? Das haben wir schon lange nicht mehr gemacht, wohlgemerkt. Mal gucken, ob wir das irgendwie hinbekommen. Aber das hat ja super funktioniert jetzt mit der Flasche schon mal. Der kommt ja echt super. Wo ist der hingegangen, wohlgemerkt? Oh nein, wie viele das sind. Oh Mann. Was? R1? Nein. Nein. Das Problem ist, hier sieht man ja gar nicht viel. Man kann ihn ja gar nicht... Man kann nur tippen, wo er ist. Ich bin's ganz ehrlich, ich will es gar nicht tippen. Oh Mann. Boah, diese Lappen, diese Tücher. Diese großen Tücher, die ich auch schon mal an allerersten Folge im Let's Play, glaube ich, gesagt habe. Diese Tücher, wo was drüber hängt, das ist auch so fies. Muss mal so ein bisschen gucken, wo die sind. Kommen wir da hinten denn weiter? Nein, ne? Oder? Vielleicht doch. Ich will unbedingt einen von hinten erledigen, aber das Problem sind, das sind zwei und... Trägt er eine Krawatte? Der trägt tatsächlich eine Krawatte. Nein! Das war so klar. Mach die Lampe aus! Mach die scheiß Lampe aus, Alter. Na, siehst du mich? Tja, das war wohl nichts. Okay, dann werden wir nochmal auf ein neues versuchen. Ja, war klar. Nein. Natürlich, es ist ja auch leicht entflammbar, Flex. Das ist jetzt ein Scherz, oder? Das ist jetzt echt ein Scherz. Wo bin ich denn jetzt? Och nee. Nein. Oh. Okay, wir wissen, was kommt. Okay, wir wissen also, was kommt, was auf uns zukommt. War hier noch irgendwas zu sammeln? Ich glaube ja, ne? Wo waren das nochmal? Wo war denn dieser Raum? Ah, hier war der, ne? Stimmt ja. Hier war nämlich noch eine Spritze am liegen, genau. Boah, diese Puppen, ey. Macht mich nicht fertig. Ich weiß gar nicht, vielleicht merkt ihr es, aber, man kann es wahrscheinlich an meiner Augenbewegung merken, mit diesem, wenn die da die Puppen sind, dass das nichts für mich ist. So, der eine sieht uns nur, weil er nachher die Puppen zerschlägt, das ist klar. Also den hier können wir eigentlich ganz locker und getrost, können wir den umgehen. Man kann beide umgehen. Das habe ich ja gerade geschaffen. Das werde ich jetzt auch schaffen. Denke ich mal.
Weil der kommt jetzt hier raus, ne? Ja, genau, der kommt jetzt hier raus. Uah. Na komm. Los, 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 los. Schön nach oben, genau, schön nach oben. So, wir müssen durch dieses Labyrinth, müssen wir noch durch. Irgendwie eine Schlüsselkarte. Oh. Bitte sagt mir nicht, dass unter diesen, ja nicht Lappen, aber unter diesen Laken, die so groß sind, wo ich schon mal gesagt hatte, dass da irgendwas drunter ist. Ey, das wird, irgendwann wird das kommen. Irgendwann. Gibt's hier irgendwo einen Schlüssel? Das ist wohl eher eine Schlüsselkarte. Dann nennt man das auch Schlüssel, weiß ich gar nicht. Wow. Komm her, dann cache ich dich jetzt schon. Muss irgend... Wie viel sind das denn? Ich darf auf jeden Fall nicht schießen. Das ist ganz, ganz wichtig. Weil sonst habe ich echt ein Problem. Wo sind die denn jetzt? Hallo, Jungs? Ah, nein. Nein, 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 nein. Wow, war das knapp. Wow, war das knapp. Ich frage mich, wo die anderen... Oh, da ist eine Axt. Oh, die nehmen wir mit. Die nehmen wir definitiv mit. Ich frage mich gerade, wo die anderen sind. Ich höre sie nur, aber ich sehe sie nicht. Oh, da ist jemand in der Ecke. Der andere scheint so, als wäre der irgendwo hinter so einem Gitter oder so. Ja. Das heißt, der am Gitter kann uns eigentlich gar nicht... Uah, da ist auch noch einer. Die am Gitter können uns eigentlich gar nicht gefährlich werden. Die einzigen werden halt jetzt, wie gesagt... Boah, diese Puppen, ey, die machen mich voll fertig. Erstmal nehme ich... Oh, da sind zwei. Oh nein. Das ist aber fies. Dass genau da an der Stelle zwei sind. Und die werden wahrscheinlich gleich kommen, sobald ich die Schlüsselkarte habe. Hundertprozentig. Das heißt, gleich durchrennen zum Tor. Schlüsselkarte nehmen. Und dann auf geht's. Lass los. Nimm die scheiß Schlüsselkarte, Basti. Fabrikschlüsselkarte. Eine Schlüsselkarte, die neben einer Leiche in der Schaufensterpuppenfabrik lag. Oh Gott. Hallo, renn doch durch. Ich will zur Tür, ich will zur Tür, ich will zur Tür, ich will zur Tür, ich will... Uah, wo ist denn die scheiß Tür? Sit! So. Gott sei Dank. Mir juckt schon wieder. Lalalalala. Raus. Ich will nur noch raus hier. Nur noch raus hier. Nur noch raus hier. Oh. Josef. Josef. Josef will die Bahn nehmen. Ich bräuchte unbedingt einen Checkpoint. Das wäre schön. Ich glaube, den gibt es wahrscheinlich jetzt, ne? Kann das sein? Das Kapitel ist unheimlich lang und da ist ein Speicherpunkt. Yay. Jawohl, geil. So lobe ich mir das doch. So, dann werden wir noch ein bisschen was mitnehmen. Und das ist doch super. Das trifft sich nämlich gut. Ich werde nochmal eben, bevor ich speichere, mich hier ein wenig umsehen. Es könnte ja sein, dass hier was liegt, ne? Oh ja, da liegt Munition. Für die Sniper Rifle haben wir auch Munition.
Sehr schön. Shotgun Shells. Wir haben für den Revolver haben wir... Wir haben hier Bastelteile. Und ein wenig Haargel, 500. Und bevor ich jetzt hier großartig weitergehe, da geht es noch eine Treppe rauf, werde ich natürlich speichern. Immer dieses Jucken, ey, das riecht mich so auf. Ich kriege das immer wieder... Oh, und ein neuer Tagebucheintrag von... Basti Castellanos. August 2012. Als hätte ich nicht schon genug um die Ohren, haben Joseph und ich die Aufgaben erhalten, eine neue Kollegin in den Polizeidienst einzuweisen. Großartig. Babysitten ist angesagt. Kidman ist jung und noch grün hinter den Ohren, aber wie alle Anfänger hat sie gewaltige Ansprüche. Und ich bemerke, wie sie mich jedes Mal schräg ansieht, wenn ich Regeln... Nee, Moment, wo war ich denn jetzt gewesen? Entschuldigung. Ich bemerke, wie sie mich jedes Mal schräg ansieht, wenn ich die Regeln ein wenig biegen muss. Sie versteht einfach nicht, dass das manchmal zum Job gehört, wenn man einen Fall knacken will. Was ihre Persönlichkeit angeht, ist sie ein kalter Fisch, distanziert. Es ist ihr Job, zu beobachten und zu assistieren, aber manchmal habe ich das Gefühl, dass sie eine Wissenschaftlerin ist, die sich Testexemplare in einer Petrischalen ansieht. Scheint uns mehr zu beobachten, statt zu versuchen, von uns zu lernen. Irgendwas an ihr geht mir unter die Haut, aber ich kann nicht genau sagen, was es ist. Joseph sagte mal wieder, ich wäre übersensibel. Ich glaube, er ist sich nie verschlossen. Ich glaube, er ist in sie verschossen. Verschossen, so rum. Jedenfalls muss ich darauf achten, dass ich mich bedeckt halte, wenn sie in der Nähe ist. So, zum einen werde ich die Folge jetzt etwas länger machen wie sonst. Sonst waren die ja immer um 16, 17, 18 Minuten. Um mal so ein bisschen kurz Mut zu maßen. Zum einen steht dort, Joseph und Basti haben neue Aufgabe, und zwar eine Kollegin in den Polizeidienst einzuarbeiten. So, danach steht aber, Babysitterin ist angesagt. Kidman ist jung und noch grün hinter den Ohren. Heißt das jetzt für mich, dass Kidman die Babysitterin ist? Kann das sein? Kidman ist noch grün hinter den Ohren, und aber wie alle Anfänger, das gewaltige Ansprüche. Großartig, Babysitten ist angesagt. Ich weiß nicht, was dieser Spruch da drin soll, Babysitten, weil Kidman ist ja eigentlich, neue Kollegin müssen sie anlernen, das heißt ja im Polizeidienst. Aber warum steht danach Babysitten ist angesagt? Was soll denn das heißen? Soll das dann heißen, dass Basti dann Babysitten gegangen ist? Aber irgendwie verstehe ich das gerade nicht. Das ist mir ein bisschen zu hoch. Vielleicht seid ihr da ein bisschen schlauer und werdet da ein bisschen schlauer raus. Ich vermute jetzt mal, das wird wahrscheinlich so bedeuten, dass halt, dass Kidman in den neuen Polizeidienst... Serienkiller Investigation Missing. Dass Kidman in den Dienst eingeordert... Wo ist sie hin? Eingeordert worden ist und, er dann Babys hingegangen ist. Naja. Ermittler verschwunden. Ermittler im Fall des Serienmorde verschwunden. Identität und Verbleib von Ermittlern unbekannt. Die Ermittlungen zu den Serienmorden auf dem Land sind ins Stocken geraten. Die Polizei dementiert unterdessen, dass der leitende Ermittler vermisst wird. Wo ist sie hin? Ihr letzter Besuch. Boah, schreck mich doch nicht so. So, hier haben wir auch nichts. Hier ist auch nichts, okay.
Gut, dann werde ich jetzt... Achso, nee, Moment, Quatsch. Wir haben ja noch einen Schlüssel. So. Genau, wir haben einen Schlüssel gefunden. Und wir werden mal... hier aufmachen. Hagel. Toll. Zwei Frostbolzen. Naja, immerhin haben wir zwei Frostbolzen wieder aufgesammelt. Aufpimpen wollen wir uns ja nicht, weil wir ja sparen möchten für die Brandbolzen, dass wir die verbessern können, die normalen, dass die Feuerschaden machen. Jetzt werde ich noch eben speichern. Speichern. So, annehmen. Und, ja. Wir haben gespeichert. Ah, unsere Friseuse macht sich mal wieder die Nägel, wie es immer so ist. Und, ja, ich würde sagen, in einer weiteren Folge hier morgen um 17 Uhr seht ihr dann, wie es spannend weitergeht. Und das Mysterium, um das Mysterium The Evil Within werden wir dann weiter auflösen. Ja, und dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Ihr solltet morgen einschalten. Also um 17 Uhr. Macht's gut. Tschüss.